Servus zusammen. Das heutige Video verläuft, glaube ich, ein bisschen anders. Und zwar hat uns die Meerwassersucht gepackt. Und wir haben ein altes Becken daheim rumstehen. Und was wir mit dem machen, zeigen wir euch jetzt. Mein Name ist Tobi, seit vielen Jahren begeisterter Terrianer, Aquarianer und Hundebesitzer. Heute Produkttester und immer auf der Suche nach den neuesten Ideen. Durch meine Videos könnt ihr mit mir die Produkte testen und entdecken, sowie aus meinen Erfahrungen, Tipps und Fehlern lernen. Begleitet mich und meine Tiere durch die spannende Tierwelt. Die Meerwassersucht, ja, das kennt sicher jeder, der ein Meerwasserbecken daheim hat. Das dauert nicht lang und man informiert sich und schaut im Internet und überlegt selber, was man machen könnte. Und uns ist eingefallen, wir könnten noch einmal ein Low-Budget-Projekt machen, das sich normalerweise jeder leisten kann. Wir haben ein altes Becken daheim, das wir verwenden können. Wir haben einen alten Sand daheim von unserem Aquarium, den können wir verwenden. Und dann brauchen wir theoretisch noch eine Riffkeramik. Und dann können wir schon starten. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir machen das so Low Budget mit halb Low Budget, weil ich habe mir für die Rückwand was überlegt. Und zwar hätte ich gern ein schwebendes Riff. Und wir schauen mal, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber wir nehmen euch mit, das heißt, ihr könnt euch das genauer anschauen. Wir verwenden auch gleichen Produkte, die wir in unserem alten Aquarium schon verwendet haben. Das heißt, es ist eigentlich für jemanden, der ein Meerwasserbecken hat, noch mehr Low-Budget-Projekt, weil er ja die ganzen Sachen eigentlich schon zu Hause hat. Es soll bei mir ein reines Zoanthus-Becken werden, weil mir die Zoanthus so extrem gut gefallen. Und ich denke, das ist auch für jeden Einsteiger, der ins Meerwasser-Aquarium richtig einsteigen will, die perfekte Koralle zum Einsteigen, dass sie doch ein bisschen stabiler ist und doch ein paar Wasserschwankungen, die man beim Anfänger hat oder beim Anfangen hat, sehr gut wegpacken. Aber wie gesagt, wir bekleben jetzt als erstes mal die Rückwand mit unserer schwarzen Folie und dann werde ich euch genauer erklären, was sie mit der Riffkeramik vorhaben und wie ich das Ganze verklebt. Ich erkläre euch jetzt mal, was ich vorhabe. Ich möchte das Ganze ca. 30 cm lang haben und ca. eine Höhe von 20 cm. Ich habe mir dann was hergerichtet, wo ich das dann drauf bauen kann, die aufbauen, das was genau die gleichen Größen hat. Weil wir haben ja vom alten Aquarium, von unserem alten oder von unserem erst Meerwasser-Aquarium einige Sachen gelernt und die wollen wir jetzt da verbessern. Zum Beispiel, dass man mit dem Riff nicht ganz in die Scheibe fährt, damit man noch perfekt mit dem Scheibenkratzer vorbeikommt. Solche Kleinigkeiten bedenken wir jetzt bei dem Becken, so dass es dann am Ende mehr Spaß macht zum Pflegen. Ich werde mir das Ganze jetzt zuerst auf dem Styropor vorbauen, weil wir brauchen da eine glatte Oberfläche, weil ich diese glatte Oberfläche dann mit einem Aquariumsilikon auf die Rückwand gleich draufkleben möchte. Als erstes starten wir jetzt mal mit dem Styroporuntergrund, wo ich euch mal den Riffaufbau ungefähr zeigen kann. Ihr braucht es dazu, also so mache ich. Und zwar habe ich mir da eine Platte hergerichtet, die genau die Größe hat, so wie ich sie auf der Rückwand gern hätte. Dann haben wir da eine Riffkeramik von Alka bekommen. Mit der arbeiten wir jetzt. Und natürlich mit dem Riffscaper von Mikrobe Lift. Wenn ihr dazu was Genaues wissen wollt, wir haben ein detailliertes Video darüber gemacht, das verlinke ich euch hinten zum Schluss.
zum Mischverhältnis, ihr müsst drei Teile von dem Kleber hernehmen und ein Teil Wasser hernehmen. Das sehr gut vermischen. Und dazu verwendet ihr bitte Handschuhe, weil der Kleber überall kleben bleibt, wo er noch kleben kann. Und was man nur dazu sagen muss, wenn ihr es angemischt habt, müsst ihr es wirklich extrem zügig verarbeiten, weil der sofort anzieht und hart wird. Jetzt fange ich erstmal an, mir das so hinzurichten, wie ich es gern hätte, von oben nach unten. Das heißt, ich will oben schmäler werden und nach unten breiter und größer werden. Da habe ich mir auch das rausgemessen beim Aquarium und mein Aquarium hat eine Breite von 34 und ich möchte maximal auf 25 gehen. Das heißt, wir haben so viel Platz. Und jetzt schauen wir mal, was da meine Kreativität so rauslässt. Viel Spaß dabei. Wir sind jetzt soweit fertig. Wie ihr gesehen habt, ist sich das mit dem Kleber perfekt ausgegangen, aber das nennt man Restelverwaltung bei uns. Ihr seht, der ist leer. Mir ist jetzt noch was eingefallen, das ich gern hätte, und die Not macht erfinderisch. Und es gibt ja den Koal Scraper und billige Handschuhe. Den Koral Scraper gibt es, den da von Alka, und mit dem wäre jetzt noch ein einziges Element, und zwar den da. Ist das schon, gell? Ja. Na. Doch. Wäre ich den da in die Mitte so reinkleben, dass es in der Mitte ohne ein bisschen voller ausschaut, weil es ist ja drin so eine leere Stelle.
Und dazu nehmen wir jetzt den 2K-Kleber, der funktioniert genauso und hält auch genauso gut. Jetzt brauche ich bloß ein Blatt Papier. Irgendwo habe ich da eins hingelegt. Oder wir nehmen ein Tempo, auch in Ordnung, damit wir unseren guten Tisch voll machen. Sieht man das da noch? Das lacht meine Frau jetzt so. Ha? Was? Was lachst du denn so? Sag halt, was los ist! Den Tisch nicht voll machen. Mein Kleber! Kleber. So, den nehmen wir her. Da müsst ihr einfach nur die Mischung 1:1 nehmen. Das heißt, ein Teil vom grauen und ein Teil vom lila, roten, pinken, wie man es nimmt. Da schneiden wir es eine kleine Menge runter und verkneten das perfekt. Boah, das merkt man schon, dass es viel wärmer ist. Schau, wie gatschig der ist. Normal ist der härter bei uns. Aber durch das, dass wir jetzt so Hitzen haben zurzeit, wie ihr hört, wahrscheinlich im Hintergrund läuft der Ventilator, weil sonst würden wir eingehen. Das ist so heiß bei uns. So. Zwei gleich große Stücke. Wie viel brauchen wir da circa? So. Einmal vom Grauen. Und einmal das gleiche vom Roten. So. Das Ganze verkneten wir jetzt, bis es eine gleichmäßige Farbe hat. Sich Gras wieder los. Trotzdem jetzt kleiner Wassertest machen, was reingeklebt habe. So, so sah das dann aus. Und jetzt schauen wir mal, wo wir denn da perfekt fixieren könnten. Oder wie wir das perfekt fixieren könnten. Oh, machen wir da hier schon. So, oder? Und er hält schon. So einfach geht das. Jetzt räumen wir mal alles auf und dann geht es eh schon dran, das schöne neu gebaute Teil in unser Aquarium zum Kleben. Wir sind fertig, ich kann euch das mal sagen, ich lebe es wirklich an die zwei Sachen auf, es hält wirklich einwandfrei. Ihr müsst schauen, wenn ihr sowas macht mit an die Rückwand kleben, dass die untere Seite wirklich zu 100% flach und glatt ist. Ich kann euch das zeigen, es schaut so aus von unten. Da sieht man, glaube ich, dass das Ganze wirklich extrem eben ist. Und deswegen habe ich das ja zuerst auf meinem Styropor gemacht und habe darüber eine Frischhaltefolie gemacht, weil, das habe ich bei meinem letzten Projekt schon gesehen, dass ich dann eine perfekt ebene und glatte Fläche kriege und es auch perfekt ablösen kann, das Ganze. Wenn ihr sowas einkleben wollt, müsst ihr als allererstes das Ganze fettfrei machen. Ich habe da zum Beispiel 100% Alkohol und mit dem machen wir das jetzt wirklich sauber. Und dann wird das Ganze schon eingeklebt.
drehen wir das Ganze so um, damit ihr das seht. Ihr dürft euch nichts denken, das ist schon ein gebrauchtes altes Aquarium. Und da ist schon mal eine Wurzel befestigt worden. Befestigen tun wir das mit einem GBL Aqua Seal Silikon, den haben wir uns gestern im Hohenbach besorgt. Und wir nehmen da jetzt einen durchsichtigen, weil wenn es auf der Seite rausdrückt, was wir nicht hoffen, dass es nicht gleich so auffällt. Dann müssen wir jetzt als allererstes das wieder abschneiden vorne, der Tobi ist wieder nicht vorbereitet. So. Ein bisschen was Größeres machen, dass wir da ein bisschen mehr rausbringen. Okay. Ich muss das aber. So rumhalten. Was ist das für Beton? Hä? Sieht man das überhaupt auf dem Video? So, oder? Mal fragt man jetzt helfen müssen, das schaut so aus. Sieht man das? So. Und jetzt kleben wir das Ganze an die Position, so wie ich mir das vorgestellt habe. Meine Frau schaut es da, dass wir unten Platz haben. Ich bin schon oben. So. Schau mal unten an. So, schau, das ist schon super aus, oder? Ha? Richtig cool. Falls es jemand interessiert, ihr habt da fast eine ganze Tube Silikon draufgehaut unten. Jetzt heißt es 24 Stunden warten, bis es trocken ist. Und dann schalten wir die Kamera wieder ein, stellen das Aquarium auf und schauen, ob es hält. Also, bis morgen. Knapp 24 Stunden sind jetzt um. Wir lassen uns überraschen, ob das Ganze so funktioniert, wie das wir vorgestellt haben. Wir stellen das jetzt auf. Ihr seid da live dabei. Also wenn es passiert, wird es sicher ein lustiges Outtake-Video. Aber wir probieren es jetzt mal aus. 3, 2, 1. Und es hält. Ich muss es jetzt mal von vorne anschauen, schnell sind. Ich kann nicht sagen, ob ich es mal so vorgestellt habe, wie ich es gemacht habe. Also ich würde mal sagen, richtig, richtig cool und gelungen, oder? Stellt euch mal vor, wenn da alles überwachsen ist mit sowas. Da mitten am Sand. Ich glaube, das wird genauso, wie wir es vorgestellt haben. Bei uns geht es jetzt weiter.
Die Riffkeramik, wisst ihr sicher vom letzten Video, die müssen wir jetzt wässern, damit das Silikat rausgeht. Da kommt auch das Silly-Out 2 rein, das bringt meine Frau schon, dass ich das auch noch zeigen kann. Das steht da drüben. Und lassen das jetzt 2, 3, 4 Tage komplett wässern. Und danach kommt das Salzwasser rein. Aber jetzt zeige ich das Silly-Out, das schaut so aus. So. Das kommt da mit rein. Da sind dann so kleine Säckchen dabei. Und da geht sie die kleinen Kugeln rein. Und wichtig ist bloß, dass das wirklich immer in der Nähe von der Strömung hängt, damit es wirklich auch schön das Wasser durchströmt, damit das ganze Silikat da drin hängen bleibt. Wo war ich jetzt? Silikat hängen bleibt, aber wässern. Und im nächsten Video zeigen wir euch dann, was für Low-Budget-Technik wir da verbauen. Ist wirklich cool. Ich habe mich da lang informiert und lang gesucht, etwas zum finden. Aber ich glaube, besonders die Männer wird es richtig gut gefallen. Und ihr dürft es nicht vergessen, das Ganze müsst ihr mit Osmosewasser machen und jeden Tag das Wasser komplett wechseln, weil natürlich dann das Silikat mit rausgeht und das Silikat sich dann wieder im Wasser sammeln kann. Wir wissen das jetzt, wir nehmen euch da mit und somit ist das der erste Teil schon beendet. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, liken, teilen, abonnieren und bis zum nächsten Mal.